Jetzt kommen wir auch zu einer Erneuerung, die du noch nicht kennst. Es gibt immer die Möglichkeit, von einem Freund, von einem Bekannten eine Frage stellen zu lassen an meinen Gast vom Tage. Und auch in diesem Fall wird das so der Fall sein. Und auf die Frage bin selbst ich gespannt. Ja, lieber Roman, ich hätte auch noch eine Frage an dich, zumal wir ja demnächst wieder ein Trainingslager haben in Spanien und du genießt ja mittlerweile das Privileg, als Dienstältester weitgehend ein Zimmer allein für dich zu haben. Und ich habe des Öfteren in den vergangenen Jahren ja die Auslosungen vorgenommen. Welcher war eigentlich dein liebster Zimmerpartner? Mit wem hast du dich am besten verstanden, wenn du dich über deine langjährigen Trainingslager, da orientiert hast? Also, ich hatte mal einen Zimmernachbarn, das war sensationell. Das war Tinga damals. Der konnte kein Wort Deutsch, aber auch nicht Englisch. Auch Das nicht. heißt, wir haben eigentlich gar nicht Was kommuniziert, habt ihr nur nur? mit Zeichensprache. Aber es hat super funktioniert und es war super angenehm. Hat richtig viel Spaß gemacht und Tinga war auch ein geiler Typ, ne? Und ja, geiler sensationell. Fußballer, ne? Sensationell und man konnte sich immer auf ihn verlassen und deswegen fällt mir das jetzt gerade so spontan ein.